Also nochmal eigentlich kurz, was mich auch interessiert, warum Aquaphor? Aquaphor hat das Aqualene-Filtermedium innen drin, verbaut in der Matrix. Da kann ich dir auch dann mal vom Kannenfilter das zeigen. Das ist halt so auch wieder so Ionenaustauscher, granulatartig. Das sind so Fäden, so weiße Fäden, wie Watte schaut das aus. Und die sind aber jetzt da drin verbacken sozusagen. Silber ist da mit in diesen Kunstharz. Es ist im Endeffekt etwas Künstliches. Und das ist dann wie so ein Kalk-Calcium-Ionen-Austauscher. Wenn man im Haus das Wasser enthärten will, dann schüttet man ja mal Salz rein und der tauscht dann gegen Calcium das aus. Da aber Schwermetalle in sehr kleinen, geringen Mengen sind im Wasser, nicht so jetzt wie Calcium, was viel größere Mengen sind, hat sich eben bei Aquaphor diese Ionenaustauscher-Medium bewährt und es ist in allen Aquaphor-Filtermedien drin, sogar im günstigen Kannenfilter für 24 Euro, wo der Ersatzfilter 5 Euro kostet. Und somit ist Aquaphor die erste Wahl, wenn man irgendwo irgendwie Wasser filtern will. Leider gibt es bei den Ionisierern kein Aquaphor drin, weil die russischen Hersteller oder Estland, Lettland, wo die auch herkommen, die beliefern nicht, die Koreaner wollen auch nicht, die wollen ihre eigenen Filter verkaufen. Und somit schenke ich dann, wenn jemand einen Ionisierer haben will und unbedingt Schwermetalle sicher herausgefiltert haben will, noch einen Vorfilter von Aquaphor dazu. Ich habe ihm den Filter geschenkt und danach muss er halt die Ersatzfilter kaufen. Das ist kein Verdienstgeschäft, es gehört zum Service dazu, aber dennoch, dann kann man dann wirklich guten Gewissens. Dann kommt noch hinzu, dass der Aquaphor-Vorfilter, so ein weiße Kartusche, den gibt es auch mit und ohne Hohlfasermembrane. Mit Hohlfasermembrane hat man es dann eigentlich richtig gemacht, dann hat man Bakterien, Viren sicher am Ende als Barriere im Filter behalten, falls da irgendwelche im Wasser drin waren. Da fühlen sie sich sowieso nicht wohl, weil da ja Silber in den Filtermedien drin sind. Und somit, die Hohlfasermembrane ist schon wichtig, auch wegen Mikroplastik. Da heißt es, dass Hohlfasermembrane eben Mikroplastik sicher rausfiltert. Wir wissen nicht, wie es bei Aktivkohle ist, ist auch ein neuer Bereich. Und somit ist einfach ein Vorfilter, ist nichts Großes. Ich schenke es dir dazu und der Ersatzfilter kostet zwischen 33 oder 69 Euro. 33 der ohne Hohlfasermembranfilter und 69 mit Hohlfasermembranfilter. Und sonst, wenn man andere Hersteller anschaut, mit Hohlfasermembranfilter ist immer über 70 Euro, wenn nicht 100 oder mehr Euro. Weil das einfach teurer ist, weil da am Ende eben dieser Hohlfasermembranfilter als Bakterien- und Virensperre, sozusagen endständige Keimschutzbarriere dient. Und somit hat man auch Bakterien und Viren und so weiter aus dem System Trinkwasser so ein bisschen herausgenommen, tut die dann nicht da in der Küche verteilen. Da gibt es ja vielleicht irgendwelche von irgendwelchen Militärs hergestellten Kampfbakterien oder was auch immer und die gibt's. Und es gibt welche, die dann antibiotikaresistent sind, behaupten die Nachrichten, die ja alle irgendwie Nachrichten oder die Regierungen, die Governments, die unser Mente, unser Kopf gouvernieren, also sozusagen manipulieren. Das heißt, wir können nicht alles glauben, was da behauptet wird. Genauso mit dem Nitratthema. Da läuft ein Programm, wo man die Kleinbauern kaputt machen will und die Gülle-Thematik und so weiter. Ich würde nicht davon ausgehen, dass alles irgendwie vergiftet ist. Das Filterthema schadet nicht. Das ist wie das Airbag im Auto. Man filtert zur Sicherheit, wenn da was drin war, was wir nicht unbedingt wissen, hat man es sicher rausgefiltert aus physikalischen Gesetzen heraus. Und was dann so die Governments oder wer auch immer da tun soll, ist auch wiederum egal. Und dein Körper ist stark. Stärker ist er, wenn du fastest und das wasserstoffhaltige, basische Wasser trinkst. Aber solange der Körper stark ist, keine Sorge, wir werden nicht irgendwie schnell mal durch Gifte im Wasser Probleme bekommen. Die Gifte sind, wenn dann, in Impfungen, in Nahrungsmittel, und in Säften, Getränken, in künstlichen Getränken, künstlichem Brot. Nicht künstliches Brot, aber halt dieses industrielle Zeug. Da sind Gifte drin, das wisst ihr. Da gibt es von E0 bis E1 Million Zahlen, was für Stoffe die da rein tun. Deswegen lieber, wenn schon Brot, dann beim Hofpfister. Die scheinen da recht sauber zu sein. Oder der Bäcker, der das vor deinen Augen hinten da herstellt und nicht 10.000 Sachen drin hat. Also nicht plastikverpacktes und eben grundsätzlich starker Körper entgiftet. Sogar in den Haaren findet man Schwermetalle. Was machen die da? Ja, entgiftet. Der Kopf entgiftet sich von alleine in die Haare hinein. Also brauchen wir keine Angst haben. Alles cool.